Wir gucken uns jetzt den Bianco Diver an, wie er bedient wird. Hier ist der Einschalter. Wir haben eine ganz einfache Touch-Bedienung. Wir haben hier die unterschiedlichen Programme. Können wir wählen. Smoothie, grüner Smoothie, Nussprogramm zum Beispiel. Oder der Obst- bzw. Eis-Smoothie. Und wir haben natürlich eine Pulstaste. Mit der Pulstaste kann ich hier ganz einfach kurze Stöße bzw. auch längere Stöße machen. Und ich habe eine ganz einfache manuelle Bedienung, die ich hier einstellen kann. Die Geschwindigkeitsstufe, ich nehme jetzt einfach mal Geschwindigkeitsstufe 3 und starte das Gerät. Man kann jetzt einfach mit dem Finger manuell im Betrieb hier verändern und eine Zeit wird hochgezählt. Das ist so, dass ich immer sehe, wie lange ich jetzt hier schon gemixt habe.